Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Ja, wir gehen auf ins nächste Brett. Ja. Nachdem ich doch beim letzten Mal tatsächlich gewonnen habe, obwohl es am Anfang sehr scheiße für mich aussah. Ja. Das kenne ich. Kennst du das Gefühl? Ja. Ja, bis auf den, ne? Bis auf den. Ja. Ja, ich möchte auf den. Ja, du möchtest auf den, ne? Na gut. So, dann würde ich sagen, nehmen wir Luigi und den Affen mit. Ja. Denn diesmal hat Luigi hier seinen großen Auftritt. Denn es geht nämlich in Luigis Maschinenraum. Setzt die seltsame Maschine wieder in Gang. Mit 3 Sternen. Luigi 3. Mechaniker, Mann. Ja. Ich meine, der hat nicht nur eine Villa. Jetzt hat er auch noch einen Maschinenraum. Na klar. Warum denn auch nicht, ne? Engine Room. Ja, Engine Room. Ein neuer Tag. Ein neues Brett. Hi. Ja, dies ist der Maschinenraum. Die Maschine in der Mitte hat nicht genug Energie und funktioniert nicht. Wir müssen eine Energiequelle suchen und sie wieder in Gang setzen. Was wohl passiert, wenn sie läuft? Nehmt euch vor dem falschen Erfinder Bowser in Acht. Es macht ihm Freude, anderen das Leben schwer zu machen. Wer lädt den überhaupt die ganze Zeit ein, ey? Keine Ahnung. Oder nur eine Party machen, ey. Ja, starte, Reihenfolge. Erster. Haben wir jetzt nicht dieselbe Konstellation, nur dass ich dieses Mal Dritter bin und du Vierter? Ja. Also wie letztens immer. Erster, Dritter, ja. Dann Dritter, Erster. Startreihenfolge. Münzen. Los geht's. Wo geht's entlang? Das sieht ziemlich groß aus. Ja, die Map ist ziemlich groß und auch ziemlich verwinkelt. Na gut. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht wieder vorkommen, dass einer von uns erster wird am Ende des Parts und dann im letzten Moment doch noch verliert. Meinst du nicht? Nee. Bist du dir wirklich sicher damit? Das passiert nie. Nee. Ist es wagen, was anderes anzudeuten? Warum hier, wie ich es wagen kann? Weil es verdammt nochmal so ist. Okay. Ja, cool. Bei der Logik müsste ich eigentlich erster werden, am Ende ist. Am Ende der Party. Ja, cool. Das passiert dann nie. So. Nein. Bleib hier. Bleib hier. Aua. Ich hab einen Hammer. Ich brauch mich auch nicht einzusetzen. Oh nein. Stirbblock. Finger weg. Nein, jetzt hat Luigi den. Den Affen voll eine übergezogen, ey. Finde ich gut. Nein, das war meins. Oh, ich war der mit dem Hammer. Ja. Nein. Cool. Ja, das ist nämlich die Besonderheit an diesem Brett. Die roten und die blauen Türen werden sich immer pro Runde öffnen und schließen. Hat er gar keinen Stern. Ja, ich bin auch hier. Ja, du brauchst 20 Münzen.
Also Bowser würde die 20 Münzen abziehen. Und noch was, die ganzen Röhren, die hier sind, sind alle miteinander verknüpft und enden dort. Das klingt ja nach eine Menge Spaß und Verwirrung und Frust. Ja. Wird sowieso nicht zum Stern kommen. Und dann wieder zu. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das hier? Dafür brauchst du 20 Münzen. Da kannst du halt in der Runde die Türen wechseln. Ah. Aber brauchst halt 20 Münzen dafür. Da, sonst sagt er so, du hast keine 20 Münzen. Tschüss. So nicht. Den ja, Stern. Also du könntest zumindest zum Stern kommen. Nee, da komme ich schon. 1, 2, 3. Ja, lande ich schon da und dann nimmt mir Bowser Münzen weg. Ja, du musst lang gehen. Das machst du nicht, ne? Er könnte mir alles schon ruinieren, habe ich so Gefühl. Was soll's? Roten Gesicht ausdruck. Oh, hast du keine Münzen? Geh weg! Oh, fahren wir mal. Das ist ein cooles Spiel. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Nehme die gleiche Flagge wie der Scheiger. Drücke A für die weiße Flagge und B für die rote. Das habe ich schon mal gesehen. Oh. Der Scheiger wird versuchen, dich hereinzulegen, indem er zwei Flaggen gleichzeitig hochhebt. Sei vorsichtig. Das habe ich schon mal erwähnt. Nein. Ah. Tschüss. Ah. Warum endet die Welt denn hier? Ah. Ach man, Luigi. Bist du doof? Ja, du bist so doof. Doch ganz eindeutig eine weiße. Ja. Kann man weiß und rot miteinander verwechseln. Obwohl, bei mir macht das sowieso einen Unterschied. Ich verliere sowieso alle meine Münzen jetzt. Die Türen sind zu. Wir lesen sowieso jetzt gleich Münzen. Seil. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familien. Boah, was? Nur zwei. Ein bisschen wenig, Mann. Ich wünsche mir auch eher eigentlich auch immer nur was Schlechtes, ne? Ja. Das ist eine Führung. Ja. Nein, ich glaube, ich bin hier gefangen. Wieso? Weil der einzige Weg da draußen ist, wenn die rote Tür aufgeht. Ach, er hatte keinen Bock, dir seine Erfindung zu zeigen oder so. Na gut, okay, dann nehme ich mir einfach deine Münzen. Tschüss. Oh. Na. Drei Münzen. Cool. Drei. Oh, das will der ausschneiden. Es ist so wild. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder und drei Geld haben? Ja. Ich mache einen komischen Gesichtsausdruck dabei. Ich kann das auch nicht. Kann nicht gerade sein.
Bin sowas von nicht gerade. 90. Verdammt, der Dreck. Donkey Kong hat 0 Punkte bekommen. Wie geht das denn, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Füße einfach nicht hinbekommen. Ich kriege die Füße nicht hin. Schlimmer sind Hände. Hände kann man zeichnen. Ja. Luigi klingt aber auch nicht so, wie er jetzt klingt. Nee. Der einzige Weg wäre nämlich entweder über die Fragezeichenfelder oder halt über die rote Tür daraus. Okay. Du bist als wirklich gefangen im ewigen Loop. Ich sehe gerade, du hast die meisten Münzen. Von daher. Mei. Nein. Oh, du eh in der Pisse, ey. Okay. Dann krieg ich noch mehr mit. Nur durch die Tür hingehen. Nein. Okay. Was macht der Stern? Der gibt mir. Ein Spieler bin ich Spiel. Dann mach mal. Nicht pflanzen dürfen, come on, nicht pflanzen dürfen. Tanz den Limbo. Oh. Oh, du darfst den Limbo tanzen. Wie macht man das? Ich hab nicht gespielt. Okay, dann, ja. Kannst du den Limbo unter den Stangen hindurch? Lehne dich zurück und springe vorwärts, indem du A drückst. Aber spring nicht so häufig. Drücke keinesfalls A, wenn es aussieht, als könntest du umfallen. Lass den Charakter langsam von alleine aufstehen. Also nicht so mesh. Okay. Nee, nicht so meschen, sonst wirst du irgendwann umfallen. Okay. Eins steht fest, du kannst kein Limbo tanzen. Ich hätte wohl ein bisschen mehr meschen müssen, nehme ich an. Ja. Also das war wirklich das Peinlichste, was ich je gesehen habe. Na gut, okay, nicht das Peinlichste, aber es war sehr peinlich. Paddelgedaddel. Oh nee. Da können wir alle nur verlieren, habe ich so das Gefühl. Nee, wir können auch alle nur gewinnen. Indem wir ständig drehen. Okay. Na gut. So, haben wir jetzt hier irgendwie was gewonnen? Ja. Ja, aber nicht viel. Ich hab 2 Münzen. Cool. Ja. Besser als nichts! Okay. Könnte. Er geht da. Du hast keine 20 Minuten. Tschüss. Da tut die Tür ein auf und zu machen, ne? Ja. Hm. Problem ist, will ich den jetzt die Dingens hier
Ich glaube, du hättest lieber von Luigi klauen sollen. Egal. Er steht direkt vor dem Stern, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich die Türen für den zumachen soll oder nicht. Dann habe ich keine Münzen, Mann. Ja. Ich komme ich auch rüber. Nee, ja, bist du, ne? Nein! Hätte die doch zumachen müssen, ey. Boah. Denkst du immer, du bist vorbereitet für irgendwas, ey? Dann ist es nicht der Fall. Oh, Kugelchaos. Ja. Alter! Wie alle direkt auf mich gehen! Nein! Oh, oh. 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 Oh Gott! Oh, nein! Nein! Okay, Kong! Okay, Kong, mach's jetzt nicht so kompliziert! Oh, oh. Oh. Wenn ich jetzt nur die Münzen ausgeben könnte, ne? Ja. Hm. Vielleicht geht der Luigi rein. 3, 3, 2. Nein. Oh, bitte, vor mir direkt. Das wäre so toll. Halt auf den. Ich warte, hat der den ersten Stern bekommt, ja? Ja. Um links. Da komme ich auch hin, ne? Aber nicht weiß mehr, ich, wo du stehst. Moment. Bei der Mitte. Hinter der ersten. Oder geht das nur an? Muss ich gleich mal sehen. Also nee, Donkey Kong geht auf jeden Fall vorbei. Oh. Ich mein gut eigentlich. Wäre ich mich eigentlich. So, mal sehen, wo stehst du? Du stehst dort. Wenn du durch die rote Tür kommst, dann kommst du dahin. Ja, Aber dann muss auch im nächsten Zug die blaue Tür offen sein. Oh Mann. Ich hab voll hoch würfeln. Dann bin ich doch voll gut drin, ne? Was auch machst du jetzt die Tür zu für mich? Ich möchte erstmal die Karte sehen. Stehe ich überhaupt? Was ist überhaupt offen? Und wer ist eigentlich Paul? Was ist denn mit Carsten los? Ja, was ist denn mit Carsten los? Hup. Da schon mal näher dran, das gibt's nicht. Noch ist es nicht verloren. Noch nicht. Wir sind fast genau gleich nah dran. Ja. Müssen wir eine höhere Zahl würfeln im nächsten Zug. Genau. 3, 4, 5. Warte mal, wer ist denn das? Ich hab irgendein CPU. Oh, whoops. Oh. Entschuldigung, ich bin versehentlich auf den Home Clock gekommen.
Oh, ganz oben links. Okay. Das wäre für mich jedenfalls gut. Ich glaub, die geht an mich. Was ich wert war, aber danke. Ja. So ein Glück müsste ich haben für den Rest des Spiels. Okay. Das haben wir denn. Louis. Man wendet sich nicht gegen Familie. Cool. Cool. Okay. Oh, oh nein. Jetzt das nochmal. Nein! Oh, Luigi! Nein! Oh, du kannst doch nicht mal würfeln danach? Nein! Das ist so ziemlich der Zug. Nein! Nein! Oh. Und ich schon wieder die kippeligen Rahmen, die sind so kippelig! Oh, oh. Glaube ich mal da doch ein Best of. Ja, komm! Irgendwie passieren viel zu coole Sachen. Ja, also ich bin immer für ein Best of. Nein. Nein, verdammter Dreck. Oh, mein Bild ist so ruiniert. Ah, ruiniert. Oh, die war schon fertig. Ja, davon alles vorbei. Sehr gut. Finish. Ja. Okay. Hab ich gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Also. Na, oh, ich wollte meinen. Meine. Was ist der, deine super krassen Skills auspacken. Ja. Die aber nicht da waren. Ja. Battle 8, okay. Oh, was war lang. Du hast keine 20 Münzen. Tschüss. Oh, der hat sowieso keine Kraft. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat nur 3 Münzen. Hm. Mario, mein Bruder, leih mir etwas Geld. Nein. Familie leiht sich gegenseitig Geld. Nimm mir einfach 10 Münzen weg. Okay. Donkey Kong. Oh. Ich dachte, er wird die Tür für mich aufmachen. Gerade. Ja, du hast doch 50. Ja, ich will aber keinen Stern. Noch nicht. Warum denn nicht? So, jetzt am besten noch eine 1 oder eine 2. Okay. Hm. Oh, nee. Dann krieg ich ja nicht, meinen Stern hier von dem. Boah. So, jetzt muss ich aber in die andere Richtung drehen. Da kann ich besser. Hoffentlich. Ja, in die Richtung kann ich drehen. Nur in die andere nicht. Verdammt, Dreck! Okay. Okay. Schauen wir uns auf einen Stern. Sie besteht. Ja.
bisschen Geld steht ja wegen der Verbindung. Okay. Oh, Bremsblock. Und nee. So. Jetzt war nicht, warum du dir jetzt so schade warst, den Stern zu klauen, aber ich hole mir den Stern. Dann hol dir den Stern. Dann hol ihn dir doch. Dann hole ich mir ihn auch. Ja, hol ihn dir doch. Ja, mache ich auch. Ja, mach doch. Ja, ich habe ihn jetzt. Da habe ich ihn doch. Freut mich für dich. Ja, mich auch. Ja. Jetzt habe ich meine. Jetzt habe ich einen fünften Level zu mir zurück. Mann. Dann werden sie mir wieder weggenommen. Ja. Bombsgeball. Die Tiere gegen die Blender. Ja. Ich habe noch keine Ahnung vom Bombsgeball. Ja, die Tiere haben doch gar keine Ahnung. Luigi, fass das an. Du kannst damit nichts anfangen. Hey. Donkey Kong, wo gehst du hin? Ja, okay. Oh. Am Dreck! Ja, ist so schwer, das Spiel. Finish. DK Yoshi. Wins. Am Dreck! Ja, genauso lief es ja letztes Mal auch ab, ne? Ich war auf dem ersten Platz. Ja, so ziemlich, ne? Und dann durch irgendwelche kosmischen Events, Strahlungen, bin ich dann irgendwie letzter geworden. War nicht letzter geworden, aber zweiter. Ja. Ja, war das erste Spiel. Ja. Ja, welches Spiel darf ich spielen? Pedalenpower? Ja, Pedalenpower. Oh. Luigi muss sich seinen Erzfeind stellen. Mama mia. Mama mia. Mario. 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 Oh. Mario. Oh. Und das. Irgendwie in Charakter hier. Ja. Ach man. Mario. Mario. Jetzt anstatt einfach das Licht anzumachen, warum ist der nicht einfach weggerannt? Ja, wollte ich gerade sagen. Oder ja, warum hat es sich nicht einfach umgedreht? Ja, ne? Ja! Upp. Okay. Ich glaube, mit der Zeit kommst du nicht so weit. Muss mal kurz was. Du hörst gerade. So. Also mit etwas Glück kommst du da nicht hin. Ne? Das ist nämlich hier so ein taktisches Spiel, wie man das machen muss mit den Türen. Ja. Und das ist halt das Coole daran. Vergrabener Schatz, wir müssen wieder buddeln. Hey, was machst du da? Buddeln. Hier, Patrick, was machst du denn da? Buddeln. Und das war mit dem Recht. Ja, ich hab nix. Stimmt hier, ne? Okay. Stimmt hier. Nein! Found it! Das gibt's doch einfach nicht. Ich bin Schatzsucher. Mario ist es gewöhnt, sich im Dreck umzuwälzen. Übrigens, jetzt kommt der Cut. Kommt schon der Cut? Sind wir schon bei, haben wir schon 10 Runden gespielt? Ja. Gute Sache. Ja, das ist wunderbar. Na gut. Ja, dann bis zur nächsten Folge und ciao. Out.